Jo, ich begrüße euch zurück, liebe Freunde, zu einem neuen Part von Fire Emblem Echoes. Shadows of Valentia. Ja, wir befinden uns immer noch an der Südfestung. Und ja, wir haben hier noch so ein paar Freunde, die wir besiegen müssen. Und ich will mal schauen, wie sieht's denn mit dir aus? Kannst du meinen Freund Alm den zur Strecke bringen? Das könntest du. Sollst du das auch tun? Mal schauen. Du hast 63 Erfahrung und du hast 53. Aber du kommst aber gar nicht zu dem hin. Ja gut, dann darfst du das mal machen, Alm. Vor allen Dingen, weil ich auch jemanden brauche, für gleich, der sich mit dem Bogenschützen da zur Wehr setzt. Aber gut, ich hoffe, ihr habt wieder Bock dazu auf das Spiel. Ich weiß nicht, ob wir schon heute den zweiten Tag haben oder so. Aber gut, wir wollen es sehen auf jeden Fall. Hier haben wir den guten Bogenschützen hier. Wie mache ich das denn mit dem hier? Du hast eine Verteidigung von 5, zwei Verteidigung von 8. Ja gut, dann ist es wohl klar, wen ich da nehmen werde dafür. So, ja, wir gehen einfach alle mal ein bisschen nach vorne hier. Die bewegen sich gar nicht, alles klar. Alles klar. Ich würde sagen, mit den beiden Freunden hier werde ich mich auf... Was war? Proviant war das, okay. Wenn ich mich zu denen hier aufmachen. Ach so, ja, muss ich ja wohl auch. Und wie sieht's mit dir aus? Du hast nur eine Lanze. Ja gut, dann würde ich sagen, das können wir mal mit unseren beiden, mit den beiden hier machen, mit Cliff und Tobin, dass die beiden sich da mal Richtung, ja, dem Typen da aufmachen. So, du hast einen Bogen, der dir aber nichts bringt. Beziehungsweise damit du eh nicht triffst. So, jetzt muss ich mal gucken hier. Wie viel Verteidigung hast du? Das ist eine Verteidigung von 5, weil ich gleich einfach mal im Wald hier mit ihm stehen. So, und mit dir muss ich jetzt natürlich ganz was. Oh, warte, warte mal, das muss ich doch gar nicht. Das muss ich doch gar nicht. Das kann ich doch auch so machen. Warum fällt mir das jetzt erst auf? Ich kann doch auch aus der Distanz angreifen. Mit einem Magier. Und das ist für ihn doch prädestiniert, würde ich sagen. Warum mache ich das nicht gleich so? Das Problem ist natürlich jetzt leider nur, er heilt sich da jedes Mal. Aber okay, Treffer von 59. Reicht aber wieder mal aus, unser Freund. Okay, da kommen sie. Alles klärchen. Dann gehst du mal wieder beiseite, würde ich sagen. Warte mal, du kannst ja dich da hinstellen. Ja. Genau, und entweder greift er ihn an oder ihn an. Der darf sich aussuchen, wen er von den beiden angreift, würde ich sagen. Und allem, du kümmerst dich am besten mal um den Bogenschützen hier, weil der geht mir langsam aber sicher auf die Nerven, der Freund. Der geht mir langsam aber sicher auf die Nerven, der Freund. Boah, das war aber gut ausgewichen. Aber er macht ja schon ein bisschen Schaden, auf jeden Fall, der Freund. Ein Stahlbogen ist schon mal nicht ohne, auf jeden Fall. Aber das Tolle ist ja bei so Stahlwaffen, die Trefferrate von denen ist sehr miserabel. Ist es sehr miserable Trefferrate. Ach, meinst du dich jetzt zu heilen oder so, mein Freunde? Das kannst du dir gleich abschminken. Das kannst du dir aber mal gleich abschminken hier. Das kannst du dir aber mal gleich abschminken hier. Dich zu heilen brauchst du, kannst du gleich sein lassen. Ah, schönes Level ab. Und wir kriegen den Stahlbogen, den ich leider nicht nutzen kann. Das Item, das im Vorrat, ja, der Stahlbogen soll weg, weil den brauche ich nicht mehr. Den werde ich wohl nicht brauchen. So, wie sieht's mit dir aus? Ich glaube, du darfst nochmal den hier angreifen. Genau, und das machen meine anderen beiden Freunde. Wobei ich muss sagen, echt der gute Cliff, der ist am besten hier aufgestellt. Machen wir das mal so. Ja. Und den anderen machen wir dann mit ihm. Und das, obwohl sie eigentlich im Waffenvorteil sind, machen sie so wenig Schaden. Also das soll auch schon was heißen. Ja, aber ich find's gut. Ich finde es gut hier. 92 nicht getroffen. Och, Tobin, bitte. Bitte, bitte, Tobin. Ich würde doch, muss doch sehr bitten hier, mein Freund. Aber egal, was soll's. Bekommt unsere gute Freundin auch noch mal ein bisschen. Ich finde es echt interessant, dass wir auch das Heiler dafür 1 KP zahlen müssen. Aber naja, gut, was soll's. So, damit wären wir auch schon fast durch, würde ich sagen. Da wartet nur noch der Freund hier, den wir gleich besiegen werden.
Och, mit Ausgewicht, das ist doch nicht wahr hier. Das ist doch nicht wahr. Das ist doch nicht wahr. Das ist doch nicht wahr hier. Ich glaube, das Ziel ist, wieder alle zu besiegen. Aber vielleicht würde ich erstmal den anderen besiegen noch, würde ich sagen. Wie sieht's denn aus? Warte mal, wo kann ich nochmal das Ziel sehen? Nein, da nicht. Nee, da auch nicht. Das Zahnrad der Zeit. Achso, das ist mit dem Zahnrad der Zeit. Ja, okay, will ich aber nicht. Will ich nicht, will ich nicht. Ich will die Zeit nicht zurückdrehen, Züge zurückdrehen. Das ist ja auch möglich hier, dass wir Züge zurückgehen können. Finde ich eine gute Sache im Übrigen auch. Dass man sich Fehler korrigieren kann. Finde ich gut auf jeden Fall. Aber ich komme wohl leider nicht auf die Karte, wenn ich das so sehe. Ah doch, da besiege ich sämtliche Feinde, okay. Okay, gut, dann könnten wir auch eigentlich erstmal den anderen schon mal anlocken. Hier den Obersöldner hier, der aber gar nichts kann, wenn ich das so sehe. Den Obersöldner hier. Ja komm, lotsen wir ihn mal hierher. Ich denke mal, ähnliches da was von ihm kommen wird, aber ja, nö. Nö, da kommt nichts. Ich würde sagen, Tobin darf sich erstmal ein bisschen mit dem beschäftigen, solange ich noch mit dem guten Ritter hier noch beschäftigt bin. Oh, der lebt immer noch. Das kann doch nicht sein hier. Na, wobei, jetzt lebt er nicht mehr. Weil ein Critical, müsst ihr ja auch wissen, ein Critical trifft zu 100%. Und das ist eine gute Sache. Und ich denke mal, dass ich mit dem Herrn das dann auch machen will, damit der da den Erfahrungspunkt bekommt. Ich hoffe nur, der killt sich jetzt nicht selber. Nee, tut er nicht. Okay. Wobei, zweimal. Ah, nee, okay. Okay, 5. Insgesamt 10. Oh, ich dachte jetzt schon, er greift 10 mal 2 an. War ich nicht ganz orientiert, aber okay. Gut, du darfst dich nochmal heilen von der guten Fae, würde ich sagen. Und dann würde ich sagen, war es das für den guten Ritterchen hier. Oder ist hier sonst noch irgendwas Besonderes hier? Weil ihr müsst ja auch wissen, es gibt ja noch manchmal Schatztruhen. Aber ich glaube, da sind wir noch weit entfernt, dass ich hier nach Schatztruhen Ausschau halten kann. Vor allem, weil wir auch weder noch Schlüssel oder so bekommen haben. Deshalb, mach's mal gut, mein Freund. Ich muss sagen, der gute Cliff hat sich gemacht. Am Anfang war er noch recht bescheiden, aber dadurch, dass er jetzt ein Magier ist, war eine gute Idee auf jeden Fall, ihn zu einem Magier werden zu lassen. Auch wenn das Level-Up ein bisschen, ja, etwas dürftig ist. Aber okay. Kampfende. Ah, es war Cliffs Runde, kann man so sagen. Ja, nicht schlecht. Definitiv nicht schlecht, auf jeden Fall. We did it. The outpost is ours. Thank you, my brave friends. Thank you for everything. I know that my fallen comrades would say the same. Oh, Lucas, I'm so sorry. But we'll have time to mourn later. Right now, we must find Lady Claire. She must be somewhere inside the outpost. Wo ist Lady Claire? Speichern tun wir wohl mal, auf jeden Fall. Ah, jetzt habe ich die falsche genommen. Naja, okay. Ist nicht so schlimm. Ich will aber hier nochmal speichern. Ich habe eine kleine Datei nochmal genutzt. Ihr müsst wissen, es gab mal so eine kleine Sache hier, wo ich, also für den Stream vom NMAC habt ihr bestimmt vor einer Zeit gesehen, aber da wollte ich jetzt auf jeden Fall hin. Und ich habe das Gefühl, es ist wieder ein Schrein, beziehungsweise ein Dungeon. Ist das so? Das würde ich ja cool finden. Wieder ein Schrein rein. Ah, wobei vielleicht auch nicht. Ja, wobei das ist eher ein ganz normaler. Okay, hier können wir nicht reden, dann untersuchen wir erstmal. Trinkt Wasser. Erhalten, was ist das? Korridor. Wein. Oh, lecker Wein. Oh, lecker Wein. Aber sonst scheint hier wohl nicht zu... Eisenlanze. Ach, eine Eisenlanze. Cool, den nehmen wir mit. Und da haben wir Waffen. Wer mit seinen Waffen so schlampig umgeht, hat im Kampf schon verloren. Ja, da magst du wohl recht haben. Da magst du wohl recht haben, mein Freund. Ein Rostschild. Rostschild erhalten. Ja, man sollte immer Augen und Ohren offen halten. Korridor. Dieser Korridor führt noch tiefer in die Festung. Gut, dann gehen wir weiter. Zum Beratungsraum.
Oh, hier können wir auch wieder. Oh, ein Blitzschwert. Oh, holala. Überall liegen Waffen herum. Sieht nach einem überstürzten Aufbruch aus. Oh, ein Blitzschwert ist cool. Es gab ja früher so ein Donnerschwert, muss ich sagen. Und das war nicht schlecht, auf jeden Fall. Da kann man mal einen Magieangriff machen mit dem Schwert. Mit all dem Krempel hier können wir nicht wirklich was anfangen. Tja, das ist ja nicht so gut. Was liegt da noch hin? Ein Tisch. Um den Abwasch hat sich natürlich niemand gekümmert. Wie überraschend. Kalte Suppe. Nochmal Wein. Und Bier. Oh, krass, was sie hier sich wieder mitnehmen. Aber sonst scheint hier nicht zu sein. Ah, nochmal ein Rostschwert. Okay. Bringt uns wahrscheinlich nichts ein, aber okay. Und sonst scheinen wir hier nichts zu haben, wenn ich das so sehe. Das war wohl alles. Jo, das scheint wohl alles gewesen zu sein. Jo. Gut, dann gehen wir in das Verlies. Claire. Lucas, you came to rescue me. Why, how simply gallant of you. Now extricate me from this filthy and unseemly cage at once. Wow, die ist ja mal interessant. Aber vorher prüfen wir erstmal. Ein Schlüssel! Nee, den lasse ich erstmal nochmal da. Das ist auf jeden Fall der Zellenschlüssel wohl. Halbes Bier, Löcherkäse und hartes Brot. Ein Tisch und Stühle für die Wachen. Sehen nicht gerade bequem aus. Ja, ja, ja. Sieht richtig, richtig einladend aus hier im Gefängnis, muss man ja sagen. Waffenstapel. Das müssen die Waffen sein, die den Gefangenen abgenommen wurden. Ja, wahrscheinlich. Ich habe das Gefühl, auch die gute Claire, die könnte sich uns unterstützen, wenn ich das so sehe. Zellenschlüssel nehmen. Und dann werden wir wohl das Schloss öffnen. Die Zellentür aufschließen? Ja. That should do it. You there. The boy will offer a lady his hand. Who, me? Oh, sorry. Very good. I say, it does feel good to move about again. I thought I might never emerge from that disgusting pigsty. You have my thanks. This is Alm. He recently joined us in the Deliverance. Oh! Well, how simply lovely. Welcome. I am Claire. The young man may address me as Lady Claire or Milady. It's a pleasure to meet you, m'lady. So, from where do you hail, Alm? I hail from a little place called Ram Village. A village? Oh, das kann doch nicht sein hier. Irgendwas ist momentan mit meiner Capture Card auf dem 3DS los. Ich habe keine Ahnung, was das Problem ist, aber okay. Yeah. Something like that. My word. I hardly ever speak with villagers. What is it like to chase cows every day? I wager they bite the nasty creatures. And yet you aren't smothered in manure. This is not what I pictured. Right. Claire, perhaps you should consider Alm's feelings in regards to his home. His... huh? Oh dear, have I done it again? It's as Clive constantly reminds me. The Deliverance is not like the Knights of Zofia. Not every soldier in our ranks is noble, but we must treat them all as equals. The peasant must forgive his lady for this gauche breach of etiquette. It's all right. The peasant, whose name is Alm, will forgive it. Oh, Alm, I can see you are truly kind. Might I ask you more about your village later? I'm ever so curious. Of course. Splendid! I've always wanted to know more about cows and pigs and such. Yes, they're amazing creatures. Claire hat sich dir angeschlossen. Das war ja mal wieder ein sehr geistreicher Dialog. Oh Gott, ich glaube, diese Claire, die ist etwas... naja, lassen wir das mal so stehen. She's going to be a handful. Yeah, Ja, Gray, dass du dich darauf freust, das überrascht mich so gar nicht. Hey, what are you scheming? What?
Wie geil. Okay, warum ist da jetzt auf einmal so eine Wache? Hast du irgendein Problem? Soldat Bund. Achso. Der ist von dem Bund, okay. You're new to the deliverance, right? And you'll want to hear this. They say Mother Mila has disappeared from her temple. That's why Regel was able to break the Divine Accord, which was supposed to prevent them from ever invading Sophia. I don't know how much of it's true, but it's disturbing nonetheless. Das ist ja nicht so schön. Aber gut, ich würde sagen, wir haben wohl hier nichts mehr zu tun. Deshalb würde ich sagen, gehen wir wieder raus. Gut, und ich glaube, wir können uns tatsächlich dann zum nächsten Gefecht machen, oder wie sieht es aus? Ja. Ich denke mal, wir werden das zwar nicht mal so groß weitermachen hier, aber so ein bisschen können wir ja reinschauen in das nächste Gefecht. Würde ich so sagen. Bitte sag mir nicht, dass meine Capture Card schon... Oh, natürlich ist es schon wieder ausgefallen. Ich verstehe nicht, was das momentan vom Problem ist. Weil normalerweise... Ich weiß, das war ein schönes Geräusch, aber normalerweise habe ich da eigentlich nicht so viele Probleme. Eigentlich. Sehr komisch, aber okay. Aber wie man es ja halt kennt, das typische Reinpusten und schon... ich glaube, das wieder besser, wenn jetzt nicht meine Nase aussetzen würde. Aber okay. Gut. Oh, sie ist eine Pegasus-Ritterin. Ah, das ist interessant. Sie ist eine Pegasus-Ritterin. Das finde ich ja gut. Könnte man vielleicht nutzen. Wenn ich auch so die Werte sehe, ja, die würde ich vielleicht nutzen. Und das ist alles, was die Gegner mir hier zu bestellen... Ach, nee. Da ist noch einer. Ein Sophianer. Und das sind alles Söldner, oder? Nee, das sind auch alles Sophianer. Okay. Warum da einmal so ein Reiter da in der Gegend rumsteht, habe ich zwar keine Ahnung, aber okay. Das muss ich ja nicht ganz verstehen. Gut, aber ansonsten wir nehmen... Ja, wobei Silk... Ja, komm, du kommst raus. Ach komm, nee, dich nehmen wir mit. Doch, die nehmen wir auch mal vorsichtshalber mit. Positione, du kommst dahin, nee, und ansonsten sieht das doch schon alles sehr gut aus, würde ich sagen. Ja. Ja, haben die Gegner noch mal kurz irgendwas? Ich schaue noch mal kurz, ob die Gegner irgendwas Besonderes hier haben. Boah, Lanze. Ja, der hat nochmal eine krasse Bogenreichweite. Das ist mal wieder ziemlich blöd. Aber okay, ansonsten passt das alles soweit. Gut, dann würde ich sagen, lasse den Kampf beginnen. Und wie cool, dass ich jetzt schon wieder die Angriffsreichweite aktivieren darf. Aber okay. Oh, wir können reden. Okay, dann tue ich das mal so, dass ich mit allem... hier mich hinstelle. Aber ich muss jetzt erstmal diesen anderen Freund da ablenken. Das wird ein bisschen jetzt das Problem sein, würde ich sagen. Ich denke mal, mit meinem Reiter gehe ich mal zu dem... wobei, ich muss jetzt erstmal die anderen alle hier eigentlich herlocken. Die sind leider so alle so ein bisschen alle auf einem Fleck, was mir leider wenig gefällt, aber okay. Wir werden es sehen. Aber jetzt würde ich sagen, dann... Dann reden wir nochmal hier. Das Gespräch zwischen Alm und Faye. There you are, Alm. Hello, Faye. How's it going? I'm doing just fine now. Seeing your face is always a bright spot in my day. Well, I'm glad it's not a low point. Now, shall I head back out there and slay more of your enemies for you? Slay enemies for me? I would hope you're doing it for a better reason than just me. Oh, is that what you want? Because I'll do it. I'll fight for any cause you desire. Just promise you'll be watching, Alm. Promise to look at me. Faye, I... Look, just please be careful, all right? Sehr interessant. Ich weiß gerade auch ein bisschen erschrocken, als er die Sequenz sich so ein bisschen geändert. Ich dachte erst, huch, habe ich jetzt auch so in das Falsche gedrückt, aber nee, hat gepasst. So, du meinst wieder hier mit deinem Bogen rumzuschießen? Tja, das hat ja aber wieder viel geklappt, mein Bester. Ah, es sind nur ein bisschen viele gerade hier. Das sind nur gerade ein bisschen viele, muss ich gestehen. Es sind gerade ein paar auf jeden Fall, die hier ankommen. Was mir wenig gefällt, auf jeden Fall. Aber auf jeden Fall muss ich den hier entfernen. Oh, uiuiuiui. Das finde ich auch mal sehr schön. 15 mal 12 mal 2.
Ist auf jeden Fall gut, dass der Bogenschütze schon mal weg ist, weil der ist böse. Sehr, sehr böse hier. So, dann, ja, es ist auch gut. Dies ist auch Rekrutee. Und wie sieht's mit dir aus? Leider nicht zweimal. Dann würde ich erstmal sagen, ich greife dann doch erstmal nur den hier an. Und besieg den da erstmal. Und würde mich dann mit meinen zwei Heilerinnen dann doch lieber erstmal wegbewegen. Zur Sicherheit. Nicht, dass da irgendwas Böses passiert. Da habe ich nämlich keine Lust darauf, muss ich ganz ehrlich gestehen. Und du? Ja, vielleicht könnt ihr ja durch mit dem, welcher Verteidigung hast du aber auch nicht gerade viel. Dann bleibst du auch erstmal kurz im Hinterhalt. So, mal sehen, was die Freunde machen. Okay, du gehst direkt auf Alm. Okay. Hat aber nicht geklappt, mein Freund. Ah, ist aber gut, dass er jetzt gut schwächt. Dass er jetzt gut die Leute runterschwächt. Das finde ich sehr, sehr gut. Das finde ich sehr, sehr gut, dass er jetzt schön die ganzen Freunde hier runterschwächt. Für meine anderen Freunde. Das hier finde ich sehr, sehr gut. Level up für Lukas. Ja, gerne mehr davon. Gerne mehr davon, mein Freund. Okay, der geht auf den Magier drauf. Oh. Oh, der war ein schöner Critical Hit, mein Freund. Boah, also was Critical Hits angeht, da ist er aber echt gut gestellt, der gute Cliff. Da ist er echt gut bestellt. Da ist er echt gut bestellt. Und nochmal auf ihn geht er nochmal drauf. Ist auch sehr gut. Nochmal um zu schwächen. Dies ist gut. Dies ist gut. Oh, eigentlich habe ich ja gesagt, ich wollte den Part beenden, aber ich denke, eine Runde werde ich noch machen hier. So, wie sieht's mit dir aus? Relativ wenig tatsächlich. Relativ wenig. Dann machen wir das so. Genau, dann machen wir das so. Mit Nosferatu. Wobei ich eigentlich Silk eigentlich nicht nutzen will mehr. Ich hast nämlich gewusst, ich hätte sie zu was anderem gemacht. Aber naja gut, jetzt haben wir ja auch eine Pegasus-Ritterin. Also beide, die siert werden können, haben wir jetzt auch so. Ist ja nicht so schlimm. Sehen wir zum ersten Mal eine Pegasus-Ritterin in Aktion. Die gute Claire mit einem Critical Hit. Das ist mal ein Einstand, der sich sehen lassen kann auf jeden Fall. Ja, finde ich auch. Das ist ein Einstand, den man auf jeden Fall sehen, der sich sehen lassen kann. Gut, dann darfst du mal den guten Cliff heilen. Und ich würde sagen, mit den dreien, mit den vieren hier... Oh, das gibt's doch nicht. Was ist denn jetzt mit meiner Capture-Card los? Den Zug wollte ich ja eigentlich noch wenigstens noch überstehen hier. Meine Güte hier. Muss ich euch mal beenden, würde ich sagen. Aber gut, dieses Kapitel hier, ich denke, wir werden das jetzt doch noch abschließen hier, auch wenn es jetzt doch mit der Zeit rinnt. Aber ich glaube, ich werde ja gleich eh alle hier besiegt haben, dann wird nur noch der Reiter da übrig bleiben. Ja, schönes Level up. Schönes Level up auf jeden Fall. Und dann, ja, werden wir das auch so sehen. Ich würde mal sagen, du kümmerst dich um den hier, damit du ein paar Erfahrungspunkte auf jeden Fall bekommst, die du notwendig hast auf jeden Fall. Natürlich, ne, natürlich. Hast du natürlich einmal verfehlt. Genau. Mal sehen, wen er dann angreift. So, den machst du auf jeden Fall weg. Und ich würde sagen, mein Freund, der Söldner, der darf sich dann um ihn hier kümmern. Ja. Der gute Grey. Aber der überlebt zwar auch noch. Doch vielleicht erstmal mit Lukas angreifen sollen. Wie weit kommst du? Gar nicht mehr so weit. Ja gut, dann... Ja, wobei, nee. Nö. Okay, die wollen sich beide heilen. Oh. Finde ich aber gut. Finde ich aber ganz gut, muss ich gestehen. Finde ich gut. Weil du kümmerst dich jetzt endlich mal um den hier und besiegst den zum Teufel hier. Weil Tobin hat so ein bisschen momentan, muss ich sagen, hier ist ein bisschen notwendig. Aber wenigstens kriegt er jetzt auf jeden Fall ein Level up dadurch. Weil er ist ein bisschen schwach, muss ich sagen, momentan. Ja, es ist ein Weg auf jeden Fall.
Auf jeden Fall für Angriff war es mir wichtig, auf jeden Fall. Gut, dann machst du mal den hier noch. Mein Freund Gray. Neue Kampffähigkeit mit Lederschild. Rochade. Aha, Rochade. Alles klar. Ermöglicht Positionswechsel. Na, das ist nicht schlecht. Das ist auf jeden Fall nicht so schlecht. Gut, und ich würde sagen, was sage ich denn da? Ihr stellt euch mal alle hier hin und mit euch beiden gehe ich mal wieder zurück. Genau. Noch ein Fall. Ach so, du, ja, okay. Er greift Lukas an, okay. Ja, geht ja noch. Das geht ja noch. Es war ja kaum Schaden hier. Ich denke mal, das wird wieder was für Cliff sein, wahrscheinlich. Mit seiner Magie. Mit The Magic. Aber erst nochmal den guten Lukas heilen. Ach, Heiler sind echt was praktisch. Eine praktische Sache hier. So, und ich denke mal, du. Ja, und ich würde sagen, da macht Alben den finalen Schlag, glaube ich. Weil mit den anderen kann ich hier relativ wenig machen. Wobei, du heilst nochmal ihn hier. Ja, wobei. Bringt zwar jetzt eigentlich nichts mehr, aber. Naja, komm. Ja, komm, du besiegst den hier und Alben macht ihn dann, bringt ihn dann zur Strecke, glaube ich. Aber so Magier sind echt auch sehr hilfreich gegen so Ritter und halt Ritteneinheiten, die auch wenig Resistenz haben. Oder wie sieht's mit dir aus? Ja, wobei, du hast noch nicht so viel. Dann macht das der gute Alm, der den dann zur Strecke bringt. Das arme Pferd, es ist zur Strecke gebracht. Aber gut, damit haben wir auch das besiegt. Und ich denke mal, jetzt wird es auch gut Zeit, den Part zu beenden, nachdem wir wieder gleich hören, was es zu sagen gibt. Boah, wie wir jetzt schon die zweite Seite haben, sozusagen, dass jetzt gescrollt werden muss. Claire, you're safe. Oh, good day, Fernand. And what brings you here? Need you even ask? When I heard you had been taken prisoner, I mounted my finest destrier and sped here at once. Sir Clive couldn't leave the hideout without its commander, of course. But I see I am a step behind regardless. Who is this rabble? Are you talking about us? They're not rabble, Fernand. This boy is Alm. He is the grandson of Sir Meissen himself. Meissen's grandson? Lucas, I demand to know the meaning of this. You were ordered to find the General himself, not some mewling child. Sadly, Sir Meissen was not so easily convinced. However, Alm and his friends have joined our cause in his stead. Is this some manner of folly to you, Lucas? Am I to be amused? Such... Oh, bitte enttäusch mich jetzt nicht. Wir sind doch kurz vor Spartende, meine liebe Capture Card. Has no place for brats with pitchforks. Fernand, you must listen to reason. These curs you so easily disparage fought valiantly for us. In fact, without Alm, we might not have retaken the southern outpost. I can vouch for their strength. As if the word of a backwater noble carries weight with me. Your entire house should be kissing the knights of Sophia's feet. I think that's enough. You can say whatever nasty things about me you like. I'll get over it. But Lucas deserves your respect. I beg your pardon? Do I look like a man who listens to the opinions of peasants? Then you can listen to me, because I happen to agree with him. Fernand, my brother already explained this to you, did he not? Sir Clive? What exactly did he explain? A soldier's worth is not determined by the station of his birth. If we do not all fight together as one, then we will never defeat Desay. Those are wise words. Unforgettable words. Desay's forces already have us at heel. Yet you would splinter us further? You there, boy. That's me, I take it? Out of respect for Sir Clive, I will permit you to join the Deliverance. But you will learn your place. Now, Claire,
Seeing as you are safe, you have no need for these people. Come, let us return. We must report this matter to Sir Clive at once. I will do no such thing. I'm going with Alm. Very well. Do as you please. Das ist ja mal ein komischer Kauz. Wow, what a jerk. Oder so. I've never met someone so rude. I guess we've been spoiled by Lucas. He nearly convinced me that swinish knights are the exception, not the rule. But that was a swine, all right. You poor dears must be so upset. I apologize for the way he treated you. Don't be silly. You don't have to lower yourself for a miserable human being like that. Oh my. Oh great, here we go. What? I have no idea what you're talking about. Well, regardless, please don't think ill of Fernand. He wasn't always like this. The world changed him. Did something happen to him? We live in trying times, and some things that transpire are difficult to put into words. In any case, we should be on our way. Ja, ich bitte darum, weil ich den Part beenden will. Gut, wir speichern nochmal natürlich und dann würde ich sagen, ich verabschiede mich, wünsche euch noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Part. Bis dann und tschüss, euer Jake.